Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal am Mittwoch, den 14. April 2021. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und möchten Ihnen folgende Themen präsentieren. Impfstation. In Schönebeck sollen wöchentlich 400 Menschen immunisiert werden. Ankündigung. Nachtwächter und Saxophonist laden zu einem kulturellen Ereignis ein. Und vor der Wende. Die Elbestadt Schönebeck feierte die 750-Jahr-Feier. Zu Beginn unserer Sendung möchten wir über die neue Impfstation hier in Schönebeck berichten. Diese wurde am Montag, den 12. April, in Betrieb genommen, mit dem Ziel, 400 Bürger und Bürgerinnen wöchentlich zu immunisieren. Informationen dazu erhalten Sie jetzt in unserem Beitrag. Neben dem Impfzentrum des Salzlandkreises gibt es seit Montag, den 12. April 2021, auch in Schönebeck eine Impfstation. Wir sind hier auf dem ehemaligen DRK-Gelände neben der Hausarztpraxis, Hausarztteam hier in Schönebeck, Böttcherstraße, ist auch der Zugang hier drüber, ist ausgeschildert. Wir wollen hier ortsnah impfen, um nicht unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger bis nach Staßfurt schicken zu müssen und ein weiteres Impfangebot hier neben den Hausärzten auch geben zu können, um auch die Schlagzahl diesbezüglich zu erhöhen. 400 Impfungen in der Woche sind das Ziel. So sollen an 5 Tagen die Woche 80 bis 120 Schönebecker Bürger geimpft werden. Die von der KVSA beauftragte Impfärztin Frau Dr. Daniela Sudau ist für die Betreuung am neuen Impfstandort zuständig. Meine Aufgabe ist es, die Aufklärung durchzuführen, also wogegen soll geimpft werden, was wäre der natürliche Verlauf der Erkrankung, wie wäre die Therapie dieser Erkrankung, SARS-CoV-2 ist es ja, die Covid-19, die Erkrankung, welcher Impfstoff wird verwendet, was sind Risiken und Nebenwirkungen des Impfstoffes und worauf muss der Bürger oder die Bürgerin achten im Anschluss an die Impfung. Und dann natürlich, um anhand der Vorerkrankungen und Medikamente einzuschätzen, ob der Mensch geimpft werden darf oder eben nicht. Bisher kontaktierte die Stadt selbst Bürger mit einer höheren Prioritätsstufe. Eine Selbstanmeldung sei bisher noch nicht freigegeben. Derzeit versuchen wir, diejenigen abzutelefonieren und einen Impftermin zu geben, die in der Priorität 1 sind, das sprich über 80-Jährige und Ähnliches, die wir angeschrieben haben. Da haben wir Mitarbeiter, die diejenigen anrufen und die Impftermine vergeben. Wir werden sehen, wann wir in die nächste Priorität wechseln können und werden dann auch sehen, wie wir damit umgehen, ob wir dann das Ganze freigeben zum Anmelden oder weiter nachtelefonieren. Da sind wir noch in der Findungsphase. Jetzt sind wir erstmal die und nächste Woche ausgebucht und automatisch auch in 6 Wochen für die Zweitimpfung schon entsprechend vergeben. Der Aufenthalt in der Impfstation soll auch nicht allzu lange dauern. Was einen erwartet und worauf man im Vorfeld achten sollte, erklärt Frau Dr. Daniela Sudau. Also der Mensch, der seinen Termin erhalten hat, kommt an die Anmeldung. Dort wird das Vorhandensein aller Unterlagen geprüft. Es gibt einen Datenschutzbogen, einen Aufklärungsbogen, einen Anamnesebogen und eine Einwilligung. Und wenn alle Unterlagen vorhanden sind, dann geht es zum nächsten Schritt. Das ist dann das ärztliche Aufklärungsgespräch. Ich muss dann anhand dieser Unterlagen schauen, ob derjenige eben die Impfung erhalten darf. Und kann auf eventuelle Fragen eingehen. Im Moment ist es tatsächlich so, dass eigentlich niemand mit der Vakzine von AstraZeneca geimpft werden will und alle darauf warten, dass die Bestätigung kommt, dass es ein anderer Impfstoff ist, bevor sie ihre Einwilligung unterschreiben. Und wenn das dann erfolgt ist, geht es zum nächsten Schritt, nämlich die Spritze an sich. Und von dort geht es in einen Warteraum, wo eine Nachbeobachtungszeit von ungefähr 15 Minuten eingehalten wird, weil einfach festgestellt wurde, dass wenn irgendwelche Reaktionen auftreten, das in der ersten Zeit passiert. Und dann meldet sich der Patient ab, oder der Mensch besser gesagt, das ist ja kein Patient in dem Fall, und verlässt den Raum. Also länger als eine halbe Stunde ist kaum jemand bei uns drin. Und die Stadt hat es tatsächlich sehr gut organisiert und gut getaktet mit den Terminen, die vergeben wurden, sodass kaum Wartezeiten entstehen. In der Impfstation gibt es Impfstoffe wie BioNTech, für welche man 2 Termine benötigt, um die volle Impfwirkung zu erreichen. Nach Erfolg der Erstimpfung wird dann vor Ort direkt ein Zweitimpfungstermin vergeben.
Also man muss natürlich gucken, wie ist das individuelle Risiko. Wenn man ein junger, ansonsten gesunder Mensch ist, hat man ein geringeres Risiko für einen schwerwiegenden oder tödlichen Verlauf, als wenn man vorerkrankt und älter ist. Und dann muss man schauen, wie sind die Risiken oder Nebenwirkungen, die eine Impfung mit sich bringt. Und bei den Daten, die wir bisher haben, und da beziehe ich mich auf das, was die Ständige Impfkommission und das Robert-Koch-Institut zur Verfügung stellen, ist es durchaus vorzuziehen, einen Menschen im höheren Lebensalter zu impfen und eher das Risiko von Nebenwirkungen einzugehen und da aber insbesondere auf eine gesunde und gute Aufklärung zu achten, dass diese Menschen eben auch Nebenwirkungen erkennen können. Sollte man also Angst oder Zweifel vor einer Corona-Schutzimpfung haben, ist es ratsam, vorher das Expertengespräch zu suchen. So können bestenfalls im Vorhinein Sorgen besprochen werden. Wir bieten nur ein weiteres Impfangebot neben den Hausärztinnen und Hausärzten hier in Schönebeck und neben dem Impfzentrum in Stassfurt. Also von daher kann ich nur aufrufen, wenn Sie irgendwo an diesen Stellen einen Impftermin bekommen, nehmen Sie ihn wahr. Schön für uns wäre es zur Koordination, wenn hier bereits ein Impftermin vergeben ist und die Bürgerin, der Bürger hat woanders eher einen Termin bekommen, uns darüber zu informieren, sodass wir dann diese Impftermine anders vergeben und koordinieren können. Aber ansonsten gilt, jede Impfung zählt und wer es irgendwie schafft, jetzt eine Impfung zu bekommen, egal an welcher Stelle, hier in Schönebeck oder in Stassfurt, sei aufgefordert, dies auch wahrzunehmen. Aufgrund der aktuellen Lage möchten Nachtwächter Jeff Lammel und Saxophonist Rainer Schulz die Kultur hier in Schönebeck wieder aufleben lassen. Mit einem neuen künstlerischen Ereignis möchten sie die Bürgerinnen und Bürger Schönebecks zum Marktplatz in Bad Salzelm locken. Wann und was dort genau geschieht, erfahren Sie jetzt. Von uns für euch. Nachtwächter Jeff Lammel und Saxophonist Rainer Schulz laden herzlich zu einem kulturellen Ereignis ein. Am Sonntag, den 18. April 2021, ab 18 Uhr, auf dem Marktplatz vor dem Salzlandmuseum in Schönebeck, erklingen Sagen und Geschichten rund um den Nachtwächter. Ebenso laden Saxophonklänge zum Mitschunkeln und Tanzen ein. Aufgrund der gegebenen Umstände wird ausdrücklich darum gebeten, mindestens 1,5 Meter Abstand einzuhalten und gegebenenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Falls das Wetter nicht gut mitspielt, würde das Event ebenfalls ins Wasser fallen. Weitere Fragen können telefonisch unter 03928 76 80 42 2 oder schriftlich unter der E-Mail nachtwächter@jeff-lammel.de geklärt werden. Wie immer möchten wir Sie auf den aktuellen Stand halten und präsentieren Ihnen unsere Kurznachrichten aus Schönebeck und der Region. Unter anderem erfahren Sie von einer neuen Corona-Teststation hier in Schönebeck. Die Nachrichten werden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Mit Stand Mittwochmorgen verzeichnete der Salzlandkreis 51 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl der an- bzw. mit einer Covid-Erkrankung verstorbenen Personen erhöhte sich auf 3 Todesfälle. Somit liegt der Zahl der im Salzlandkreis mit dem Coronavirus infizierten Personen bei 586. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei ca. 200 pro 100.000 Einwohner. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier richtet am 18. April 2021 in Berlin die zentrale Gedenkfeier für die in der Corona-Pandemie Verstorbenen aus. Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt hat für diesen Tag Trauerbeflaggung an allen Dienstgebäuden des Landes Sachsen-Anhalt angeordnet. Am Montag, den 12. April 2021, startete die Schnellteststation in Schönebeck, Bölzigstraße. Bürgerinnen und Bürger können sich in einem Drive-In auf dem Parkplatz kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Wichtig ist, dass man sich dazu vorher über das Internetportal des Salzlandkreises registrieren muss. Mit diesem Angebot setzen die Stadt Schönebeck und der Salzlandkreis die Bundestestverordnung um, nach der sich jede Bürgerin und jeder Bürger ohne typische Corona-Symptome einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen kann.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Regionalmagazin am Freitag, den 16. April 2021. Der Salzlandkreis putzt sich heraus. Nicht in einer gemeinsamen Aktion wie in den Vorjahren. Das lässt die Corona-Pandemie nicht zu. Angedacht ist vielmehr ein ausgedehnter Frühjahrsputz über mehrere Wochen. Landrat Markus Bauer ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich in ihren Orten zu beteiligen. Der für die Abfallentsorgung zuständige Kreiswirtschaftsbetrieb steht bis einschließlich Ende Mai bereit, um die gesammelten Abfälle zu entsorgen. Im Zentrum des Frühjahrsputzes stehen wie immer Parkanlagen, Feld- und Waldwege, Gewässer sowie öffentliche Bereiche in der Nähe von Kindertagesstätten, Schulen oder Betrieben. Grundsätzlich können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine oder Institutionen in bewährter Weise an ihre Heimatgemeinden wenden. Die aus der Organisation ergebende Anzahl an Säcken und Handschuhen werden vom Kreiswirtschaftsbetrieb gestellt. Details können auch per Mail angefordert werden unter frühjahrsputz@kwb-slk.de. Während ihrer Beratung am vergangenen Donnerstag hat die Arbeitsgruppe 800 Jahre Schönebeck die nächsten Schritte für die Vorbereitung des Jubiläumsjahres festgelegt. In den kommenden Wochen werden sich kleine Arbeitsgruppen bilden, unter anderem zu den Themen Öffentlichkeitsarbeit, Festumzug und Stadtfest. Interessierte Bürger, die sich an der Gestaltung des Festjahres beteiligen möchten, können sich ab sofort an die eingeblendete E-Mail-Adresse wenden. Gleichzeitig gilt der Aufruf auch an alle Vereine, Institutionen und Unternehmen, die sich mit Ideen zur Gestaltung der Festivitäten beteiligen möchten. Die Wasserwehr der Stadt Schönebeck erhält für den Sozialtrakt im neuen Gebäude im Stadtteil Frohse Abluftgeräte im Wert von 700 Euro. Diese übergab am vergangenen Freitag Dirk Lindner der Firma Melten, an Heike Lindau der Wasserwehr Schönebeck und an Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Die Entlüftungsanlage ist wichtig, um Hygienebedingungen im Gebäude zu verbessern und Schimmelbefall bei Nichtnutzung vorzubeugen. Aus organisatorischen Gründen ist das Stadtarchiv der Stadt Schönebeck Prager Straße von Montag, den 12. April bis Freitag, den 30. April jeweils montags und mittwochs unter der Nummer 03928 84 60 24 nicht erreichbar. Anfragen werden unter der Telefonnummer 03928 71 05 64 beziehungsweise per E-Mail unter stadtarchiv@schöneberg-elbe.de entgegengenommen. Für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni sucht die Stadt Schönebeck ab sofort Wahlhelfer für 23 Wahlvorstände und 4 Briefwahlvorstände. Voraussetzung sind ein Mindestalter von 18 Jahren am Wahltag und der Wohnsitz bzw. Zweitwohnsitz in der Stadt Schönebeck. Für ihren Einsatz erhalten alle Ehrenamtlichen ein Erfrischungsgeld in Höhe von 30 Euro. Das Wahlbüro der Stadt Schönebeck ist zentraler Ansprechpartner und nimmt Anmeldungen entgegen. Telefonisch unter 03928 71 0106 oder per E-Mail an wahlamtsbk@schöneberg-elbe.de. Ab dem 25. März 2021 werden die Mischwasserkanäle der Felsleberstraße saniert. Die Arbeiten werden in 2 Abschnitte unterteilt. Die erste Straßensperrung erfolgt zwischen der Dorotheenstraße und der Bertolt-Brecht-Straße bis zum 16. April 2021. Direkt im Anschluss erfolgt der zweite Bauabschnitt zwischen der Bertolt-Brecht-Straße und der Pestalozzi-Straße. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 14. Mai 2021. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Dr. Martin-Luther-Straße. Ab Montag, den 12. April, startet die Impfstation Böttcherstraße auf dem Gelände des ehemaligen DRK. Gleichzeitig nimmt eine Corona-Teststation in der Bölzigstraße den Betrieb auf. Daher kommt es zu Änderungen und Einschränkungen im Verkehr in Schönebeck. Auf dem öffentlichen Parkplatz am Breiteweg 10 wird die Höchstparkdauer von 2 auf 1 Stunde reduziert. Dies gilt ebenfalls in Richtung Barbier-Tor ab der Hausnummer 11 bis 16. Die Parkstellplätze mit einer Höchstparkdauer von 2 Stunden auf dem Breiteweg zwischen der Bodengasse und Markt bleiben erhalten. Die Rücknahme der Einschränkungen und Änderungen ist erst wieder möglich, wenn die Impfstation wieder geschlossen wurde. Auf der Bölzigstraße werden ebenfalls der öffentliche Parkplatz und der Buswendeplatz für den Verkehr voll gesperrt. Die Nachrichten wurden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456.
Dies war auch schon der erste Teil des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Und nun gebe ich kurz ab in die Werbung. Bleiben Sie dran, denn gleich danach sind wir wieder für Sie da. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: Gulasch halb und halb, 100 Gramm zu 75 Cent. Kotelett mit Knochen, 100 Gramm zu 80 Cent. Frische Schmorwurst, 100 Gramm zu 85 Cent. Und Wiener, 100 Gramm zu 95 Cent. Aufgepasst! Bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Die Salzperle. Das Schönebecker Stadtmagazin. Seit dem Jahr 2021 gibt es das Magazin der Elbstadt aller drei Monate. Beliebte Rubriken wie Gesundheit, Wissenswertes der Region sowie aktuelle Veranstaltungsinformationen. Neben vielen Einrichtungen in Schönebeck ist die Salzperle auch bei der Elbe Medienproduktion GmbH erhältlich. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breite Weg 54, denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation können wir vom Steakhouse Los Gauchos Sie aktuell leider nicht persönlich empfangen und bieten Ihnen einen Liefer- und Abholservice an. Bestellungen nehmen wir telefonisch unter 03928 42 56 16 1 oder 0179 74 66 50 1 entgegen. Jetzt neu! Für eine noch schnellere und bequemere Bestellung gibt es jetzt die Los Gauchos App. Ab sofort zum Download im Apple App Store und bei Google Play. Helfen Sie uns in dieser schwierigen Zeit und genießen Sie die besten Speisen und Getränke einfach bei Ihnen zu Hause. Ihr Steakhouse Los Gauchos. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung begrüße ich Sie wieder sehr herzlich zu unserem Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal am Mittwoch, den 14. April 2021. In diesem Jahr steht schon das 800-jährige Jubiläum der Elbestadt Schönebeck an. Hierzu blicken wir einmal in die Vergangenheit, denn in den 70er Jahren feierten die Schönebecker Bürgerinnen und Bürger die 750-Jahr-Feier.
erhalten Sie nun einen Einblick in unsere Sendereihe Schönebeck vor der Wende Teil 2. Die Stadt Schönebeck begeht aus Anlass der urkundlichen Ersterwähnung ihres Namens vor 750 Jahren das große Jubiläum. Die Elbestädter und ihre Gäste feierten nun schon 5 Tage lang ihren Geburtstag. Kein Wunder, 750 Jahre urkundliche Ersterwähnung des Namens, das gibt's nur einmal. Die bis zum Sonntag andauernde Festwoche war für die Bürger der Kreisstadt der Höhepunkt im geistig-kulturellen Leben. Neben vielen Veranstaltungen, bei denen prominente Künstler genauso mitwirkten wie Volkskunstschaffende, ist Anziehungspunkt Nummer 1 der historische Markt. Unter dem Motto Schönebeck zur Biedermeierzeit. Es herrschte auf diesem Markt in Salzelmen jeden Tag großer Trubel. Händler in Biedermeier-Kostümen boten ihre Ware zum Kauf an. Gaukler zogen täglich durch die Straßen von Salzelmen und spielten außerdem auf der Bühne. Auf dem historischen Markt. Damit alles klappte, sorgte ein dicker Hauptmann mit seiner Stadtwache für Ruhe und Ordnung. Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf unsere Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Mit milden, aber wechselhaften Verhältnissen setzt sich die Woche fort. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Wir begrüßen Sie herzlich zur Wettervorschau für die kommenden 3 Tage. Am Donnerstag bringen stürmische Böen ein paar Wolken herbei. Ganztags ist mit einem bedeckten Himmel sowie Temperaturen zwischen minus 1 und 8 Grad zu rechnen. Am Freitag lockert sich der Himmel etwas auf und lässt tagsüber auch ein paar Sonnenstrahlen hindurch. Die Temperaturen bleiben zwischen 2 und maximal 10 Grad. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 0%. Am Samstag bleibt der Himmel ganztags bedeckt. Bei Temperaturen zwischen 3 und 8 Grad kann man sich tagsüber auf ein Niederschlagsrisiko von 90% einstellen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen eine angenehme Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen Aussichten verabschiede ich Sie in den Abend und wünsche Ihnen eine angenehme Restwoche. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, freue ich mich, Sie am Freitag wieder begrüßen zu dürfen. Dies war das Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal mit Hanna Hartmann.